Okay. Kommt her! Ach. Fuck! Menno! Ah, da habe ich jetzt natürlich wieder nicht aufgepasst. Was? Hä? Also. Sprachen um zwei erhöht. Haha, so. Ciao. Boah. Schwert wieder wegstecken und los geht's. Sachen wegbringen. Nicht mit den Robotern, ist immer noch hier. Na gut. Die Robco-Werke, jawohl. Was war denn hier? Ach ja. Da könnte ich ja... Was war das? Das... Wie hieß das nochmal? Das hässliche Unterteil? Nee, also... Also, ne? Diese Klamotten könnte ich ja da abgeben. Hallo! Ach, wussten Sie schon, dass... Nein, wusste ich nicht. So, ich habe noch ein bisschen was, was ich verkaufen kann. Das wollte ich behalten. Das kommt weg. Behalten, behalten. Weg, weg. Nein! Altmetall behalte ich. Okay, aber sonst hatte sie nichts, leider, ne? Ach, was? Doch! Oh, guck mal! Ich habe die Energiezellen vergessen. Die hätte sie noch. Komm, gib her. Gute Jagd! Okay, jetzt hat sie aber wirklich nichts mehr. Dann muss ich auf jeden Fall wieder warten, bis sie wieder Sachen kriegt. Dann würde ich sowieso ihr wieder so ein Ding für mein Haus abkaufen. Mal gucken. Vielleicht auch eine kleinere Sache erstmal. So eine Dauereinrichtung. Dass man nicht nur auf die Stile angewiesen ist. Erstmal hier kurz ein bisschen Muni abgeben. Gerade das halt, das brauche ich ja. Das brauche ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich, das brauche ich nicht. Yay. Aber durch. Was hatte ich hier eigentlich noch? Die Medizin-Wackelpuppe hatte ich noch gehabt, okay. Wabbelpuppe. Warum haben sie mir diesen blöden Roboter hier reingesetzt? Warum? Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich hier jetzt genau suchen sollte. Aber ich werde das schon finden. Mit meinem Schwertle. So, gehen wir doch jetzt erstmal hier. Oh. Austoben. Gib mir dein Fleisch. Altmetall, auch cool. Na. Das ist cool. So, hier geht's also auch rauf.
Frage nur ist nur, geht es auch weiter rauf? Also. Oh. Die Frage ist, geht es hier gleich wieder runter? Geht es hier überhaupt runter? Oder käme ich nur von dort rauf? Klingt das so, als würden das Billardkugeln sein, die aneinander knallen. Aber hier ist noch jemand. Etwas. Und hier war es das, okay. Dann gehen wir erstmal wieder runter und gucken da nochmal. Sehr gut. Was haben wir denn hier unten noch? Altmetall. Altmetall ist cool. Das finde ich in Ordnung. So, gehen wir erstmal nochmal unten weiter lang. Oh, cool. Die Truhe ist leer. Hier war ich jetzt schon. Nee, anscheinend nicht. Na, komm her, du kleiner Scheißer. Ich komm rüber. Altmetall, das lohnt sich jetzt sogar richtig. Das wegzubringen. Also Walter wird auf jeden Fall einen neuen Besucher erfahren. Von mir. Den muss ich auf jeden Fall besuchen.
sorry, aber ich lasse mich so ungern beißen. Allerdings, ich bin schon wieder fast voll beladen. Deswegen ist es vielleicht eher sinnig, wieder zurückzugehen. Ne? Es ist, da oben werde ich dann wahrscheinlich relativ schnell wieder zurück müssen. Ach, ich gehe gleich zum Dock. Kann ich wieder ein paar Snimpacks machen? Hallo. Hat die auch noch auf? Ja, die hat auch noch auf. Und jedes Auge so. Hallo. Was soll's heute denn sein? Du hast noch was? Das zeig doch mal. Nehme ich erstmal alle. Bleirohr weg. Mine weg. Das wird die nämlich auch nochmal so. Den wollte ich behalten. Akzeptieren. Viel Spaß! Danke. Mit seinem Ruhm erblinden. So, nochmal kurz zu Walter. Na, alter Sack. Mann, ist noch offen. Okay. Walter, hier, guck mal. Was darf's denn sein? Ich hab hier etwas. Alles. Yeah. Cool. Ciao. Kurz gucken. Ja, das lässt sich doch wieder machen. So, dann können wir hier mal einen guten Nachtbesuch. Sehe ich jetzt gerade. Warum ist denn da... Okay. Das hat doch bestimmt noch irgendwas zu bedeuten. Müssen nur noch so ein Schutzschild haben. Dann sehe ich wirklich aus wie ein Ritter. Mit einem 3-Sterne-Schwert. Büros und Cafeteria. Sacksaft.
So, dann haben wir diesen Raum hier schon mal ausgeräubert. Was? Oh. Hey, nicht in der Tür verstecken. Was ist denn das? Ja, was ist denn das? War jetzt halt ein bisschen doof, das ist jetzt... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich hier nicht durcheinander komme. Okay, dann versuche ich jetzt erstmal hier. Oh. Gott. So, das ist die Küche. Ja, ist halt ein bisschen doof. Das ist halt wirklich hauptsächlich Schrott hier. Wieder voll. Wie kann ich denn noch nehmen? Oh, gar nichts mehr. Alter, ist ja nicht euer Ernst. Aha, Mann. Ey, wie soll ich denn hier... Oh Gott, hier, komm. Wie soll ich denn hier überhaupt vorankommen? Also so komme ich nicht wirklich gut voran. Muss ich ja mal sagen. Halt. Ah ne, hier geht's ja nicht runter.
wieder. Dann wird jetzt schön geschlummert. Wie kann ich Ihnen dienen? Eigentlich gar nicht, ciao. 1 Uhr. Na, sagen wir 8 Stunden, dann haben wir 9 Uhr, das ist gut. Ach ja. Boah. Wie kann ich Ihnen dienen? Immer noch nicht, danke. Immer noch mitnichten. Mit nichts, meine ich. Also mit nichts. Okay, aber. Gerade gesehen, ich habe den Robco-Anzug noch. Der kommt hier rein. Zack. Cool. Cool. Okay, ja. So. Ich werde jetzt auch... Oh. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für... Das wäre aber nicht nötig gewesen. Sei... Heißt das jetzt... Moment. Wenn die kommt... Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das jetzt heißt, wenn die kommt, dass auch wieder neu verteilt wurde, das Geld. Die Sachen. Muss ich kurz mal gucken. Und? Eifrig? Fummeln Sie in letzter Zeit... Nee, das heißt es nicht. Anscheinend. Okay, schade. Naja, okay. Dann hiervon nichts. Nope. Nope. Alles klar. Gute Jagd. Jo, ciao. Hallöchen. Hallöchen. Boah, Absturz. Hi. Was soll's heute denn sein? Wir haben nur... Du hast noch ein paar... Oh, warum haben die immer so wenig? Vor allen Dingen, ich hatte doch eigentlich schon gekauft, ja. Haut er schon mal gar nicht. So. Viel Spaß. Ciao. Dann werden wir eben zu dem blöden Sack hier nochmal rein. Sehe ich sowieso nicht. Irgendwelche rein. Verletzungen? Du gleich. Sie sind doch alleine hier. Du hast gleich Verletzungen. Okay. Dann gucken wir mal, wie viel wir da zusammenkriegen und packen uns dann da die Taschen voll mit Stimpaks. So. Na komm. Für drei. Nein. Für drei reicht's. Vier wollte ich. Sind Sie fertig? Ja, ciao. Verpiss dich. Das ist wirklich der unsympathischste Arzt in Spielen, den ich bis jetzt überhaupt mal kennengelernt habe. Wie gesagt, von den Talon-Dingern, Knechen, muss ich ein bisschen aufpassen. Daher immer einen kurzen Blick über die Schulter werfen. So. Los geht's. Eher gesagt, weiter geht's.
Ja. Wir waren in der Küche, ne? Genau. So, einen habe ich den noch nicht leer gemacht. Stimmt, ich war hier hinten irgendwie bei... Ja, genau, hier. Damit ist die Küche eigentlich leer. Was? Das klang aber eher anders. Ich wollte gerade sagen, das klang nicht von mir. Haben die nicht gehört. Hier habe ich alles. Dann. Ja, Mensch. Hammer. Na? Hammer. Was ist denn das, sag mal? Klingt so, als würden das hier. Das würde hier Kronkorken rumliegen. Okay. Jetzt bin ich relativ sicher, dass die wirklich über mir sind. Wenn das nicht alles immer so unordentlich aussehen würde, hier ist ja schlimm. Okay, cool. Da war ich drin, genau. Oh Mann, das ist auch nicht dein Ernst. Das darf ich wegen dem vielen Schrott wahrscheinlich jetzt gleich nochmal wieder zurückfahren. Fahren, sag ich schon. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, super. Schon wieder fast voll. Und diese zwei... Was auch immer, Pfund. Oder was es auch immer sein soll, die ich da jetzt noch frei habe. Das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig... Wahnsinnig viel. Ein, zwei, komm. Mann! Ich bin frustriert. Ich will doch was schaffen. Aber ich will es auch nicht zurücklassen. Zum Glück kann ich mit diesem Scheiß den Doktor voll laden.
kommt gar nichts mehr. Meine Güte. Ja, meine auch. Ja? Sind Sie fertig? Ich hoffe bald. Oh, ich bin so froh, dass ich die Wege nicht immer hin und her laufen muss. Also jetzt... Naja, also jetzt, ne? Ich meine jetzt, dass es hier Schnellreise gibt und nicht, dass ich den Weg immer wieder... Das würde ich auch gar nicht machen. Ich würde es bedauern, aber ich würde es nicht machen. In dem Fall bin ich ja sogar froh, dass ich das machen kann hier, was ich jetzt mache. Aber ja, es frisst Zeit, es frisst Zeit. Okay. Aber jetzt kann ich ja gleich hier hingehen, weil dieser Raum ist ja genau der, der... Warte mal, oh ja, warte mal. Da bin ich doch jetzt auch häufig gestolpert, danke. Von hier muss ich ja... Ist ja noch. Entschuldigung, gar nicht so registriert. Oh Mann. So, hier hatte ich alles, genau. Dann geht das hier los. Ach ja. Präsidenten John Henry Eden direkt in ihr Herz. Ich habe den Krieg nie befürwortet, außer als Mittel zum Frieden. Ich sag dazu nichts, nein, das ist klar. Schnauze. Wer will sich denn das Gelaber schon anhören? Weit waren der, naja. Nein. Das ist schon etwas komisch, wie das da steht, liegt. Okay. Kriege ich aber nicht bewegt, okay. Okay. Juhu. So, jetzt kann ich hier weiter gucken. Toilette. Hier sind wahrscheinlich die anderen. Die anderen Toiletten. Mann. Okay. Seufzen.
Na gut, dann, hier soll doch irgendwo eine sein. Vielleicht doch über mir. Wieder irgendwo im Erdhaufen. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich eher oben oder unten sein. Dann gehen wir jetzt doch mal hier lang. Sackgasse, alles klar, gut. Oh, Gott sei Dank. Ich freue mich gerade tierisch über Sackgasse. Kann man wahrscheinlich verstehen. Nicht sagen, aber hier war ich doch schon. Ja, hier war ich schon. Na gut, dann gehe ich mal hoch. Fällt das Vieh gerade die Treppe runter oder was? Eine Runde drehen. Das intensive Training, denke ich mal. Davon will ich eine Wackelpuppe haben, deswegen da geht es nicht weiter höher. Hauen wir das Glück nochmal rein. Zeigt mir, dass ich dahin müsste, dann gehe ich erstmal woanders lang. Ich krieg ein Nervensammelbuch.
ein Geringfügiger. Okay, ich bin ja fast da. Ihr habt's fast geschafft. Stimmt, ich höre auch schon fast wieder keine Kakerlaken oder sowas. Also kann sein, dass ich tatsächlich jetzt auch durch bin. Ich habe jetzt langsam auch keine Lust mehr, hier durchzulaufen. Ja, so, jetzt aber. Das Gute ist, ich will sowieso erstmal hier wieder hin. Gucken, dass ich... Hallo! Hallo! Jetzt wieder beim Arzt verkaufe. Sie sind doch alleine hierher. Sorry, ich dachte, du wärst ein Gegenstand. Nee. Na, du bist ja Gegenstand. So, hauen wir wieder ein bisschen was drin. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das nicht. Das will ich. Weißt du? So, dann kann ich es mir wenigstens einzeln immer holen. Ja, komm. Sind Sie fertig? Die Frauen und Kinder der Erde. Halt die Schnauze. Jetzt aber den letzten Teil noch. Komm. Oh, das kriegen wir hin. Ich bin nicht mehr ausgeruht. Ja, du, also. Da bin ich im Augenblick definitiv nicht. Aber ich beeile mich. Laufen kann ich ja nicht. Also schnell rennen. Aber ich habe es gleich geschafft. So, falls noch irgendjemand auftauchen sollte. Wie der! Ich hätte mit euch allen schon ein Ärzteswörtchen gesprochen. Da war er. Oh, cool. Wow. Ist ein Highlight, was so in so einer persönlichen Truhe alles drin sein kann. Sieht unglaublich wichtig aus, ist nur Scheiß drin. Sollte ich es endlich geschafft haben. Komme ich hier jetzt nicht rein. Oh. Na Mensch, da ist aber... Das ist aber jetzt hier ordentlich. Na, her. So. Da liegt nicht. Nicht.
Nicht. Okay, verschlossen. Nein. Ihn hier wollte ich nehmen. Komm. Aber das mal machen.